Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeigen wir dir die Guild Kits. Das ist übrigens Alex. Alex spielt schon seit 15 Jahren Magic und deswegen habe ich ihn hergeholt, weil er kann einfach wirklich gute Tipps, gute Einschätzungen zu den Karten geben und auch noch viel dazu erzählen. Wir werden das folgendermaßen machen. Wir machen Unboxing für jedes Gilden-Kit, aber vorher machen wir erstmal so eine... Ja, so ein Übervideo über das Ganze, reden wir ein bisschen über die Gilden und dann wird es für jede Gilde ein Video geben. Also wir machen einen ausführlichen Test für dich. Ja, Alex, also erstmal so für die Leute, die sich nicht auskennen, ich gehöre dazu. Wir haben das auch extra so gemacht, ich habe mich nicht informiert, damit ich die richtigen Fragen stelle, die sich eben ein Mensch stellt, der sich nicht auskennt. Also was ich mich zuerst frage ist, was ist das überhaupt? Weil ich sehe, hier sind ja eigentlich Modern- und Commander-Karten. Für wen lohnt sich das? Für welche Formate überhaupt? Also wer sollte sich das überhaupt kaufen? Also du hast auf jeden Fall recht. Es sind hauptsächlich Karten für Commander und Modern, aber auch Karten des aktuellen Standards dabei. Das ist auch gleichzeitig die Sache, so ein richtiges Zuhause haben diese Decks nicht. Also zu sagen, sie sind nicht 100% Modern legal, sie sind nicht 100% Standard legal. Gut, in Commander kann man eh alles spielen, von daher, da sind sie auf jeden Fall legal. Also für alles im Endeffekt. Sie sind für alles legal, das heißt also, man ist es aber auch nicht der Punkt, wo man sozusagen an diese Decks rangeht. Also diese Decks sind auf einer völlig anderen Ebene absolut wertvoll. Für Liebhaber. Für Liebhaber. Also zum Beispiel für mich, der ich jetzt alle drei Ravnica-Blöcke miterlebt habe und damit einfach sozusagen, jetzt greife ich schon mal ein bisschen vor, dort drin Karten sehe, die halt aus allen diesen Blöcken kommen. Also alle Ravnica-Blöcke sind aus allen Ravnica-Blöcken sind Karten drin und das lässt mein Herz einfach sozusagen als Liebhaber einfach hochschlagen. Zudem, und das werden wir nachher auch sehen, haben sie sich dabei richtig viel Mühe gegeben, dass diese Decks einfach nur vom Thema, vom Flavor mäßig einfach unglaublich gut sind. Okay, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe ja lange Zeit nur Standard gespielt, wenn ich jetzt nur Standard spiele, lohnt sich das? Jetzt vom Preis? Wenn du nur Standard spielst, nein. Also am meisten lohnt es sich für Commander. So am meisten, oder? Am dann kommt Modern. Commander, dann Modern und dann kommt Standard. Oder man ist halt ein Liebhaber. Okay, wir werden die auspacken, wir werden gucken, was da drin ist. Ich bin sehr gespannt, ich weiß es noch nicht. Aber erst einmal so in dem Video, wir wollen ja so ein Obervideo machen zu den Gilden. Kannst du mal so ein bisschen zu den Gilden mal ein paar Worte erzählen, weil du bist ja jemand, der sich auskennt, du hast ja alle Ravnica-Blöcke erlebt, also kannst du mal so grob mal erzählen, Boros, also alle mal so durchgehen. Überblick, zurzeit sind wir ja auf Ravnica. Ravnica, diese ganze Welt ist ja eine einzige Stadt, und das werden die meisten Leute jetzt inzwischen schon wissen, die sich jetzt ein bisschen mit Magic beschäftigen und zumindest mit Standard. Und in dieser Stadt sind sie halt aufgeteilt in 10 Gilden. So, die ersten 5 sehen wir jetzt ja in Guild of Ravnica und die nächsten 5 kommen dann im Januar. Und denkst du, solche kommen wieder raus? Ja. Ja? Ja. Okay, ich bin geil. Also die anderen fünf, die kommen definitiv auch und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Jede Gilde repräsentiert 2 Farben und damit ganz eigene, ich sag mal, ganz eigene Werte, Ziele und vor allen Dingen auch Mechaniken. So, gehen wir mal durch. Also wir haben am Anfang hier die Boros. Das ist sozusagen, genau, weiß-rot. Das ist die Polizei und das Schnelligkeit. Militär, genau, von Ravnica. Und Gerechtigkeit. Genau. Gerechtigkeit. Durchsetzung, also sozusagen, das ist die Exekutive im Prinzip. Es ist wirklich, man kann sagen, Polizei, Militär und so weiter. Und man hat halt Soldaten, Ritter, Engel. Es ist ja sozusagen die Eingreiftruppen von Ravnica. Und das ist auf jeden Fall eine sehr aggressive und schnelle Sache. Okay, als nächstes die Celestia. Weiß-grün. Das sind die großen friedliebenden Leute. die Veganer. Ein großes Konklave, alle sind sozusagen miteinander verbunden, hören alle eine gemeinsame Stimme, sind alle... Helfen zusammen auch, genau, oder? Convoke. Genau, sind zum Aufbauen und deswegen, genau, die Mechanik davon ist eben Convoke oder einberufen. Alle helfen zusammen, alle arbeiten zusammen, alle sind füreinander da und deswegen leben, erzeugen sehr viel auch große Natur, breite Natur, also sie gehen auf ganz viel auf Token, ganz viel auf große Kreaturen oder ganz viele kleine. Auf jeden Fall, das ist halt eine große Gemeinschaft. Okay. So. Also für liebe Kinder sozusagen. Genau. Habe ich früher sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Bin ich aber inzwischen von weg, weil ja, mein Mindset hat sich sozusagen da geändert. Und aber ruhig so als für am Anfang, also wo das erste Ravnica rauskam, war ich ja noch recht frisch dabei. Und das hat, da hat mich das sehr getriggert, weil es, ja, es ist recht einfach zu spielen. Ja. Okay, dann haben wir Golgari. Ist ja sehr beliebt, oder? Genau. Sehr starke. Golgari, also die grün-schwarzen. Das ist die größte Gilde überhaupt, weil sie sind unterhalb der Stadt sozusagen.
in den Slums, in den Gossen, sie sind sozusagen dafür da, alles zu verwerten, was alle anderen wegschmeißen. Also sie sind okay. Im Prinzip, sie vergeuden nichts, sie erzeugen Leben aus Tod. Sie sind sozusagen die riesige Müllverwertungsanlage von Ravnica. Also grün ist ja Leben, schwarz ist Tod bei genau. Magic. Also okay. Genau, und sie erzeugen ganz viele Zombies, ganz viel Unleben, ganz viele Insekten, Aasfresser. Also das ist einfach ein riesiger Schwarm, deswegen heißt es auch der Golgari-Schwarm. Ja? Das ist also eine riesige Gruppe von Wesen, die sich hauptsächlich vom Abfall anderer ernähren und alles wiederverwerten und wieder neu erschaffen. Das Interessante ist ja, die erzeugen aus dem Tod Leben. Und dieses Leben, das sind ja irgendwelche Monster, die dann wieder Tod bringen. Mhm. Ja? Genau. Okay. Was ist dein Favorit? Also von den fünf? Von den fünf? So vom Style einfach. Einfach vom Style. Schwierig. Eine Mischung aus Golgari und Dimir. Bei mir auch. Okay. Genau. Dann kommen wir auch gleich zu Dimir. Dimir, das sind sozusagen, das sind die Geheimagenten. Blau-Schwarz. Kontrolle. Blau-Kontrolle. Genau, Schwarz-Tot. Genau. Das sind die Assassinen, die Spione, die Informanten. Offiziell existiert das Haus nicht mal. Man munkelt, es gibt sie, aber so offiziell sieht man sie nicht. Da kommt man nicht so einfach rein. Man kommt nicht rein und sie sind halt überall und nirgends. Mhm. Deswegen ganz viel mit, wir sehen auch im neuen Teil jetzt hier die Mechanik überwachen. Sie kontrollieren ganz viel, was kommt. Sie sammeln ganz viele Informationen, spielen auch, weil es vor allem blau ist, auch ganz viel mit dem Verstand von Leuten. Also es geht auch darum, Informationen aus dem Verstand von Leuten rauszuholen, die eigenen Informationen zu bekommen, falsche Informationen zu streuen und eben sie werden für alles eingesetzt, wo irgendwas unklar ist. Im ersten Ravnica-Block waren die ja sozusagen die ganz großen Bösewichte sozusagen, wo ihr Gildenherr, den wir nachher noch kennenlernen, versucht hat, alles kaputt zu machen. Oh, okay. Ja. Interessant. Okay. Genau. Und zu guter Letzt noch die Izzet. Das sind rot-blau, die kreativen Köpfe, die Wissenschaftler von Ravnica. Hauptsächlich alles durchgeknallte Leute, die versuchen mit Blitzen, Explosionen und ganz viel Elektrizität neue Dinge zu machen, angetrieben von ihrem Chef Niv-Mizzet, der ist auch hier vorne drin. Okay, das war mir jetzt neu. Das war mir jetzt neu, dass er der Chef ist. Okay, krass. Ja. Also er ist wirklich der, aus Feuer, aus Elektrizität wiederum Gedanken erzeugt und aus den Gedanken wieder Feuer und Elektrizität. Also er ist sozusagen die Personifikation dieser Gilde, alles irgendwo hochjagen zu wollen, experimentieren zu wollen und ganz viel Knall machen wollen. Für jede Gilde, für jedes Guild-Kit wird es ein einzelnes Video geben, deswegen abonniert den Kanal, damit du nichts verpasst. Schau dich um, es gibt eine Playlist. Wir werden sie dann ausführlich analysieren und du kannst dann gucken, ob es sich für dich lohnt oder nicht und du kriegst auch einen exklusiven Einblick in die Guild-Kits. Gib dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video.